Ich bin Martin Geeth und liebe neue Ideen. Wenn ich Menschen helfe, auf gute Ideen zu kommen, dann gehe ich mit diesen Menschen an Orte, an denen sie vorher noch nie waren. Das führt bei diesen Menschen nämlich dazu, dass sie neue Dinge wahrnehmen. Die meisten Menschen ärgern sich, wenn sie irgendwo warten müssen. Viel sinnvoller wäre es, im Sinne von Ideentraining, an jeder roten Ampel 44 Fragen zu stellen. Und zwar 44 Fragen zu irgendeinem Thema, was einen gerade beschäftigt, oder auch zu einem Thema, was einen noch nicht beschäftigt hat. Weil die Grundlage aller Ideen sind Fragen. Fragen ziehen auch ungewöhnliche Zutaten magisch an. Deswegen sind Fragen die wirksamste Methode, um ideenfit zu werden. Das beste Training ist tatsächlich, sich zu umgeben mit Menschen, die anders denken als man selbst, die auch aus anderen Berufen kommen. Da keine Idee perfekt ist, müssen Ideen ausprobiert werden, sie müssen getestet werden, sie brauchen Feedback. Menschen müssen erleben, ob es einem was nützt oder nichts. Und jedes Feedback führt dazu, dass die Idee besser wird, weiter geschliffen wird, weiterentwickelt wird. Und so kommen dann am Ende häufig 50.000 Puzzleteile zusammen, bis eine Idee wirklich perfekt ist. Es gibt in meinem Buch ganz klare, einfache Übungen, mit denen man sofort anfangen kann, seine Ideenfitness zu trainieren. Und jede Leserin und jeder Leser wird woanders stehen. Ideen sind deswegen wichtig, weil alles anders geht und weil wir ja uns ein gutes Leben wünschen und dieses gute Leben müssen wir gestalten. Wir können es gestalten und das ist das Tolle an Ideen. Wir können die Welt sogar so gestalten, wie wir sie uns wünschen.